Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Ah, meine Spätschichtwoche ist endlich vorbei. Oh mein Gott. Schlechte Nachricht ist, Arbeitskollege hat mich angesteckt. Schöne Woche. War eine schöne Woche. Also ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Merkt man jetzt noch nicht so viel von. Ein bisschen vielleicht wahrscheinlich. Aber solange es noch geht, kann ich ja noch ein bisschen zocken, ne? So, wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen Eisenmetallzeugs reingeschmissen. Weil die sind immer noch dabei, ja. Okay. Das dauert höchstwahrscheinlich eine Weile. Gut. Wir können gerne mal gucken. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Was wäre halt so ganz, ganz wichtig? Wir könnten einen Generator bauen, dafür brauchen wir aber erstmal unser Eisen. Also, was willst du von mir? Hallo? Wolltest du was Spezielles? Mehr Geld? Kriegst du nicht. Niemand kriegt hier Geld. So, wir sind doch keine Räder. Da wollte ich hin, ne? Werkbank. Hier, sowas bräuchten wir, ne? Und ich habe einen Tipp bekommen. Ich glaube, das war von Lord Huntington. Ich hatte es, glaube ich, sogar einmal erwähnt oder beziehungsweise vermutet. Aber es hat ja nicht funktioniert. Soweit ich weiß. Wenn ich jetzt mit dem Messer hier gegenschlage. Ach, tatsächlich. Da kommt Treebug raus. Oh mein Gott. Oh, guckt euch das an. So viel Treebug, wie ich möchte. Oh. Wieso, dass das eine Mal nicht funktioniert? Verstehe ich nicht. Oder es hat funktioniert, ich habe aber nicht drauf geachtet. Vielleicht wollte ich einfach nur testen, ob man mit dem Messer einen Baum fällen kann. Aber ich habe nicht geguckt, ob da irgendwas rausgefallen ist. Stimmt. Ja gut, dann kriegen wir das jetzt alles easy, richtig schnell hin. Das kriegen wir alles heute in der Folge gebaut, was wir bauen möchten, bauen müssen. Wer hätte das gedacht? Wie, hast du nichts mehr? Gib mir dein Blut, Junge! Du hast kein Leben. Ja, gut. Zum Glück gibt es hier noch andere Bäume. Kann ich das auch bei denen hier machen? Nö. Es gibt doch andere Bäume auf dieser Welt. Nicht nur dich. Ja, der hier, der Kollege. Wenn ich schnell genug einsammle, dann kann ich es aus der Luft graben. Das ist cool. So. Wie viel habe ich jetzt? Alter, wie schnell das geht. Ah. Ah, es ist so ärgerlich, dass ich dafür, ich glaube, mindestens 3 Folgen verschwendet habe. Nur um so einen Scheiß zu sammeln, den ich eigentlich easy rausholen könnte. So, dann machen wir uns auf jeden Fall so eine Ecke, wo wir halt die verschiedenen Sachen gerben können. Wir müssen auf jeden Fall mehrere auf einmal gerben, also mehrere Gerbstationen auf einmal machen, weil wir dann höchstwahrscheinlich auch mehr Fell haben. Ja, cool. Ich meine, guckt euch das an. Hier, da. 16, 32. Wie, 48. Kurz überlegt. Aha, schön. So. Lashings. Oh, vielen Blätter. Wo bunkere ich jetzt meine Blätter? Bestimmt nicht hier, sondern da. Hundertprozentig hier. Was kann ich hier eigentlich herstellen? Messer könnte ich hier herstellen. Meins habe ich ja gerade eh kaputt gemacht. Ich weiß nicht, wozu die Pickaxe gut sein soll. Wir werden sie uns auf jeden Fall bauen. Ich weiß nicht. Sledgehammer. Der ist neu. Ja, Munition. Oh, oh, oh. Brass Ingot. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich die Spitzhacke. Können wir uns jetzt eigentlich in den Boden graben damit? Ist das möglich? So, wir brauchen auf jeden Fall Blätteres.
Wo sind jetzt unsere Blätters? Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige, was uns da zum Glück fehlt. Keine Blätter, keine Blätter. Waren die nicht hier drin? Oder da? Aber wozu brauche ich eigentlich den Scheiß? Oh, guck mal hier. Hier haben wir noch 6 Stück davon. Habe ich jetzt noch keine Blätter mehr? Das glaube ich jetzt nicht. Streichhölzer ohne Ende. Nichts. Blätter. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wo habe ich die hingetan? Wie hier noch Essen verstreut liegt überall. Ja gut, dass ich keine Blätter habe, ist jetzt ein bisschen uncool. Muss ich schon sagen. Ja. Bis jetzt. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Wir haben keine Blätter. Vielleicht hier irgendwo? Dazwischen? Das Huhn? So, einen Reifen können wir eigentlich behalten. Können wir direkt austauschen, ne? Okay, wir haben keine Blätter. Cool. Kann ich hier gegenhauen und dann fallen Blätter runter? Hm, na gut, dann nicht. Ah, ich will aber eigentlich hier. Egal. Weißt du was? Wir ziehen morgen los, gehen in Richtung des Sees. Und dann werden wir schon Blätter finden, denke ich mal. Also, ich mache mir da jetzt keinen Stress. Nee. Nicht für so eine Handvoll Blätter. Ist das mein umgedrehter Wagen? Ernsthaft, du Arschloch? Nö, was ist mit meinem umgedrehten Wagen passiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Huch, Hallöchen, Ersatzteile. Gut, für den Bären muss ich wahrscheinlich morgen wieder kommen, ne? Warum auch immer ihr hier liegt. Ja, schade. Kann ich den Bären nicht transportieren? Ich brauche auf jeden Fall seine Haut. Wie lange dauert es mit seiner Haut? 60 Minuten. Ja. Machen wir das erstmal so. Dann kommen wir morgen wieder. Oh Gott, das war viel zu knapp. Oh shit. Ich muss ins Bett. Ich muss ins Bett. Bitte keine Zombies. Okay, ich weiß, was gleich passiert. Wir gehen nämlich schlafen. Und da kommen die Penner. Aber, da ich jetzt damit rechne, dass sie kommen werden, ne, ziehe ich die hier. Gut, ich wünsche euch viel Spaß hier, ne? Lasst die Tür ruhig offen mit den Zombies. Ist mir egal. Meinetwegen könnt ihr sterben. Ich schlafe jetzt schön 4, 10 Stunden. So, vielleicht reichen sogar 9. Ich glaube, bis 5 oder 4 müssen wir warten, ne? Weil bei, oh Gott, 7 Days to Die war es, glaube ich, um 4. Wow. Ihr wisst schon, dass hier Zimmer sind? Ohne Worte.
So. Ab zum Wasservorrat. Irgendwann gehe ich und fülle das auf. Irgendwann, Freunde. Nur nicht heute. So, okay. Das Zeug lassen wir auf jeden Fall hier, ne? So. Da, wo wir hingehen werden, werden wir das nicht brauchen. Nur eine Flasche Wasser müssten wir eigentlich organisieren. Ja, hier. So. Okay, dann wollen wir. Wir gehen Richtung Wasser. Ne, wir wollten den Bären schnappen, ne? Ah, da ist mein umgedrehtes Auto da. Ah. Ich glaube, der Bär war da hinten, aber weißt du was, ist mir jetzt auch egal. Es gibt genug Bären auf dieser Welt. Ah, wenn der eine verrottet, was soll's. Hier ging's zur Straße. Das war hinter meinem Haus, ne? Ja. Gucken wir einfach mal, was es hier in dieser Richtung gibt. Hatte ich die ganzen Häuser hier schon geplündert oder waren da noch teilweise Zombies drin? Ganz ehrlich, dieser ganze Wald hier ist unerforscht. Ich schaue mich hier einfach mal um. Ihr seid aber respawned, oder? Surprise! Oh Gott! Wie hast du mich denn noch erwischt? Krieg ich einen Stealth-Kill hin? Gunpowder, oh, das ist auch neu. Ah, das haben sie alles neu hinzugefügt, okay. Der Schrank ist auch neu. Es gibt neue Schränke. Oh mein Gott. Der ist zwar leer, aber egal. Und es gibt Boxen. So viele neue Sachen. Einmal Spätschicht und schon gibt es tolle Sachen. Das ist wahrscheinlich die Belohnung dafür, dass ich den Scheiß mitmache. Gut, da steht eh nichts. Ja, cool, es gibt neue Sachen. Gibt es die auch zu bauen? Kann ich die auch bauen? Nö. Toll, Tische kann ich bauen. Stühle. Wow, das ist ja der helle Wahnsinn. Ach, da ist der Hühnerstall. Ich wusste es, dass es ihn gibt. Oh, ich kann mein Grundstück einzäunen. Oh mein Gott. Oh. Keine Chance, die Zombies. Repair Bench. Das ist auch neu. Furnace. Oh. Wir können jetzt unser Reload Bench. Hier gibt es voll viele neue Sachen. Krass. Habe ich gar nicht gemerkt. Wann war denn das letzte Update? Und wieso laufe ich im Wasser? Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber gut. Orientierungshilfe. Ja gut, gibt's keine. Kann mich nicht orientieren. Schade. Hallo, gibt's hier auch neue Sachen? Nö. Schade. Okay. Dann gucken wir doch einfach mal in diese Richtung. Da oben sind wir ja schon mal lang gegangen, ne? Gucken wir mal, was es hier hinten so Schönes gibt. Guck mal, da steht schon mal eine kleine Hütte. Ich glaube, dass wir da zwar schon mal drinne waren, aber man weiß ja nie, ne? Wenn wir da ein umgefallenes Auto sehen, dann ja, dann waren wir da schon. Alles leer, toll. Wieso bin ich eigentlich zu Fuß unterwegs? Seit wann gehe ich zu Fuß? Na egal, jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich mir das Schande leben, zu Fuß zu laufen. Überall doppelt gespawnt.
Wie viele Häuser stehen denn hier? Oh, das Haus ist auch richtig cool. Jetzt hast du was mit diesem hier hochgehen. Hier hast du halt auch noch. Du bist hier halt komplett geschützt vor Zombies und Bären, ne? Das macht alles ein bisschen gemütlicher. Ist zwar jetzt nicht so groß wie unser Haus, aber eigentlich braucht man ja kein großes Haus. Es reicht eigentlich, wenn es gemütlich ist, oder nicht? Oder was sagt ihr dazu? Oh, da ist die Straße. Wir sind ein bisschen weiter weg von der Straße. Das ist jetzt aber nicht mein altes Haus, oder? Ich wollte schon sagen. Wäre jetzt nicht zu Fuß hierher gelaufen. Ich höre Zombies. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wie viel Leben habe ich? Nicht sehr viel. Ja, der guckt mich leider an. Ja, beide gucken mich an. Geile Nummer. Ernsthaft? Ihr wisst. Warum? Ach Mensch, Zombie, wieso bist du so verwirrend? Habt ihr hier einen Hintereingang? Oh, hier liegen Baumstämme. Ah, ich will nicht frontal gegen euch kämpfen, aber ich muss. Das Problem ist halt, sie glotzen halt einfach genau in meine Richtung. Okay, ich blute, scheiße. Oh, Kacke. Kann ich die nehmen? Ah. Auf Verbände. Schnell. Ist es, sonst gibt es hier mal einen Verband. Und dann gibt es hier nicht mal Loot drin. Okay, ich bin voll am Verbluten. Geil. Geil, geil. La 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 la. Ich freue mich, den Keks. Oh ja. Schaffe ich es noch rechtzeitig nach Hause, bevor ich verblute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh nein, ich weiß es nicht. Aber wieso habe ich keinen Verband mitgenommen? Oh, ich bin so ein Vollhorst. Bist du mein Zuhause? Nein. Ich wohne nicht an der Straße. Scheiße. Bin mir nicht sicher, ob ich das überlebe. Das wird nix. Vor allem, ich weiß nicht mal, wo mein Zuhause ist. Es muss hier irgendwo sein. Da hinten, ich sehe es. Bitte nicht sterben, Dude. Zumindest auf der Straße kannst du sterben, ja. Immer daran denken, Leute, ein Verband mitnehmen. So ein Bullshit. Fataler Anfängerfehler. Meine, so großartig viel habe ich anscheinend nicht verloren. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, was ich verloren habe. So. Gut. Jetzt habe ich einen. Dann gehen wir los. Welche Richtung bin ich gestorben? Ach Gott, ich weiß nicht mal, in welche Richtung ich gestorben bin. War das hier? Egal, wir haben nicht so viel verloren. Jetzt ist es eh neblig. Aber es muss hier sein. Da, da. Da. Da liegt mein ganzes Zeug. Ach, meine Schrotflinte war das ja nur. Das geht ja noch. Das stimmt, die Schrotflinte.
Ich habe noch zwei Munition. Nee. Alles gut. Nee, jetzt echt jetzt? Du willst mich jetzt verarschen, oder, Dude? Ja, dann. Ja, dann komm. Gib her. Es wird übrigens gerade neblig, aber mir ist das egal. Aber dieses Mal salzen wir das Fleisch. Ich meine, im Endeffekt macht mich das sowieso durstig, also ich meine, was soll's? Ja, danke schön, Berli. Hast du hier noch irgendwas? Oh, ich weiß nicht, ob ich das so dringend brauche. Säge. Klar. Dem sehe ich jetzt erstmal den Kopf ab. Ja, zumindest habe ich den Nebel übersprungen. Man muss immer das Positive sehen, Leute. Immer das Positive. Auch wenn ich jetzt schon wieder Munition verschwendet habe. Ich würde sagen, wir laden definitiv erstmal unsere Knarre nach. Ne? Das war die falsche Munition. Einmal nachladen. Ich gehe einfach jedes Mal mit einem vollen Magazin los und dann passt das schon. Ne? Wie sieht's hier aus? Ja, das Magazin scheint auch ziemlich voll zu sein. Okay. Mein Salz, bitte. Dankeschön, 28 Stück, das muss reichen. Und dann machen wir uns. Ja gut. Kann ich das auch hier machen lassen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Schade. Na gut. Dann mache ich das halt auf eigene Gefahr. So. 16 Stück, 32, 36 Stück. Oh. Das deckt sich nicht. Cool. Jetzt wirft er alles hin auf den Boden, ne? Yay, guckt euch das an, Party-Time. Ei, nee. Naja. Ihr müsstet alles soweit getrocknet sein. Sehr schön. Achso, ich habe keinen Platz für euch. So. Dann trockne mal vor dich hin, Trockenfleisch. Dich kann ich später nämlich schön essen. Das ist der Plan. Ja, passt doch, den Rest werfen wir hier einfach hin. Guckt euch das an, wie schön das ist. Hey Leute, wenn ihr Hunger habt, ne, holt euch da was. So, was können wir hier noch machen? Süppchen, okay. Oh, jetzt nicht unbedingt. Ah, wenn ich doch nur Blätter hätte. Ja, jetzt ist eigentlich schon wieder zu spät, ne? 16 Uhr. Ah, obwohl, wir können noch mal losziehen. Oh, ich bin dehydriert. Nee. Okay. Weiter zu meinen Pfandflaschen. Ach, die hast du noch. Ich dachte, ich habe es ausgetrunken. Naja, gut. So, und dann kommt mein Salz wieder. Und ich habe noch 10 Salz. Oh mein Gott, wie schnell das leer geht. Okay, und dann versuchen wir es nochmal, ohne zu sterben. Wäre ganz cool. Nein, ich will fahren. Lass mich fahren. So, fahren wir mal ins Glück. Ich weiß, warum ich jetzt mein Auto nicht genommen habe. Weil durch den Wald mit dem Auto fahren ist extrem kacke. Da komme ich zu Fuß schneller voran.
Ich weiß, wo wir sind. Hier führt wieder eine Straße nach oben. Ich will ja gar nicht nach oben, ich will ja weiter in den Wald. Hatten wir da oben alles schon geklärt? Das ist hier die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube, hier war ja das Gesindel, ne? Wieso leben die wieder? Jag mir doch keinen Schrecken ein, Dude. Oh Gott. Na klar, es wurde gepatcht. Deswegen sind die wahrscheinlich wieder am Leben. Ich frage mich, ob wir hier irgendwo eine Mine finden oder. Oh, guck mal, schöne Aussicht hier, ne? Mit Auto hier hochgefahren. Oder wie wir die Spitzhacke nutzen überhaupt? Das ist jetzt meine größte Frage. Wie nutzt man diese Spitzhacke? Und komme ich hier lebend aus dem Wald raus? Oh Gott. Mein Auto ist abgekackt. Der Motor. Ja gut, dann bleib hier. Ist mir auch egal. Ich komme wieder. So weit weg bist du nicht. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Oh, eine Crowbar. Danke. Hat er mich gerade da durchgeschlagen? Da kenne ich nichts. Als. Ich glaube, das ist eine Anspielung an The Walking Dead. Oh Gott. Fass das nicht, Leute. Leute, Leute, Leute. Wie schaffe ich denn das? Habe ich kein Equip mehr oder was ist da los? Was ist denn los? Ich hatte doch Klamotten und so einen Dreck und. Und ich war unsterblich. Ihr habt's alle gesehen in den letzten Folgen. Ich war unsterblich. Wo, da? Ja, super, ich habe nur noch Schuhe. Hättet mir ruhig helfen können. Ja, gut. Mein Auto ist irgendwo in der Valhalla, ne? Cool. Meine Leiche irgendwo. Cool. Ich würde sagen, wir haben es ziemlich gut geschafft, diese Folge. Wir sind zweimal gestorben. Haben, ja, viel verloren, viel gewonnen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Hau rein, tschüss. Ja, cool. Ich gehe jetzt erstmal feiern.